Ja, moin und willkommen zu einem weiteren Part von Minecraft in der Switch-Version. Es ist endlich soweit, ja? Heute gehen wir den Kampf an, auf den wir so lange gewartet haben. Wir werden heute nämlich gegen zwei Wither kämpfen. Ich habe ja vor einigen Parts diese sechs Wither-Skelettschädel gefarmt im Nether, damit wir endlich diesen Doppelkampf hinter uns bringen können. Und dieser Tag ist heute gekommen. Ich habe auch hier in der Truhe irgendwo ein bisschen Seelensand liegen. Ein bisschen ist gut. Ja, die Anzahl dieser Seelensände würde locker reichen, um gegen... Weiß ich nicht. 1, 2, 3, 4. Um gegen ein Dutzend Wither zu kämpfen, ja. Da wir aber nur sechs Schädel haben, weil wir halt faule Stücke sind und weil ich sowieso nur sechs Stück gebraucht habe. Heute der Kampf gegen zwei Wither. Okay? Sehr gut. Der Kampf, den wir so lange hinausgezögert haben, es ist halt wirklich zum Heulen. Ich entschuldige mich wirklich in aller Form dafür. Ich meine, ihr habt es sicherlich alle mitbekommen, wie lange ich diesen Kampf schon quasi hinausgezögert habe. Ich habe diesen Part, genau dieser Part hier, also dieser Part gegen zwei Wither, sollte schon seit 40 Parts gekommen sein. Ich habe erstmal gesagt, okay, der Kampf gegen zwei Wither oder der Doppelkampf gegen die Wither wird so um Part 150 rum passieren. Wie sie gesehen haben, ist das nicht passiert. Und ja, ich bin untröstlich. Es tut mir wirklich sehr leid, aber es hätte nicht sollen sein. Ja, die Zeit war knapp, die Motivation war knapp, nochmal in den Wither zu gehen, um Wither-Skelettschädel zu sammeln und so weiter und so fort. Und ich habe das Ganze ziemlich hinausgezögert, dafür entschuldige ich mich, aber ich denke, heute gibt es keine Entschuldigung mehr. Heute ist es soweit. Heute werden wir das Ganze endlich in die Tat umsetzen, was wir seit Part und Part und Part geplant haben. Warum? Also ganz ehrlich, dieser Bug, dass die Hunde sich immer teleportieren. Das ist halt ein Bug. Von alleine können die Hunde sich nicht loslösen, oder? Das ist, wow. Dankeschön. Macht, dass ihr aus diesem Beet rauskommt, ihr Schweine. Nachher fressen wir auch die ganzen Kartoffeln weg. Aber zurück zum Thema, ja? Doppel-Wither-Kampf. Stichwort Doppel-Wither-Kampf. Wir haben das Ganze schon wirklich extremst hinausgezögert. Es sollte schon viel früher passieren. Was heute in diesem Part passieren wird. Ja, das... Die Zeit war knapp, die Motivation war knapp. Alles war letzten Endes irgendwie knapp und wenn wir jetzt mal aufhören würden rumzuheulen, dann würden wir auch schneller zum Kampf kommen. Aber bevor wir kämpfen können und bevor wir überhaupt daran denken können zu kämpfen, müssen wir, glaube ich, erstmal die Rüstung auswechseln, oder? Ja, Mann, das ist doch nicht gönnbar. Das ist doch absolut nicht gönnbar. Wo ist denn meine richtige Rüstung hin? Das ist die Rüstung. Sie ist zwar schon so gut wie kaputt, aber ich hoffe mal, sie wird den Wither-Kampf überleben. Das wäre ansonsten ziemlich traurig, wenn es nicht so wäre. Ich wüsste nicht, was ich mit meinem Leben anstellen würde, wenn diese Rüstung heute kaputt geht. Und besonders, ne, ich sage ja immer wieder, ja, heute kommt der Doppelkampf, meine Fräuleins. Heute kommt der Doppelkampf gegen die Wither. Ich sag das zwar und sag das zwar immer und immer und immer wieder, aber ich weiß gar nicht, ob man überhaupt zwei Wither gleichzeitig erschaffen kann. Das ist ja auch noch so die Frage. Geht das überhaupt? Funzt das überhaupt? Das wird heute ebenso die Frage des Tages sein, die wir beantworten müssen. Aber so an sich, spricht da was gegen? Ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie ist das? Braucht man... Ja, es ist ganz ehrlich so, wie ist das? Kann man das überhaupt schaffen? Kann man überhaupt gegen zwei Wither gleichzeitig kämpfen? Kann man zwei gleichzeitig erschaffen? All das sind Fragen, die wir heute beantworten müssen. Und besonders, wie baut man nochmal einen Wither auf? Wie ging das nochmal? Ich kann mir sowas halt echt nicht merken, ne? Das ist, ich glaube, vier Blöcke Seelensand, richtig? Ich schaue es mir mal ganz kurz im Wiki an. Ja, also zur Sicherheit guckt man immer ins Wiki rein, das ist ganz klar. Ja, es sind viermal Seelensand, genau, richtig, richtig, richtig. Man türmt quasi den Seelensand ein bisschen aufeinander. Ich werde es euch gleich nochmal zeigen. Ich meine, ihr habt das sowieso schon tausendmal gesehen in diesem Let's Play und generell. Aber dass sie da halt
nochmal die Gewissheit haben, wie das denn wirklich ist. Und generell würde ich auch ganz gerne mir nochmal so die ein oder anderen Goldblöcke erschaffen für Goldäpfel, also für Notch-Äpfel. Was auch nochmal richtig relevant wäre hier. Wenn wir das schaffen würden. Zack. Jetzt hätten wir mindestens 9. Das würde für einen Urwa-Apfel reichen. Da wir aber mit dem Gold sowieso nichts vorhaben, also mit den ganzen Golderzen, oder Goldbarren besser gesagt, werde ich die alle zu Goldblöcken verarbeiten. Wir machen uns so viele... Entschuldigung. Sehr unperfessionell, ich weiß. Wir werden uns so viele Goldblöcke wie möglich erschaffen, damit wir es auch so gut es geht über die Bühne bringen können. Also den River-Kampf meine ich jetzt, ne? Denn allzu leicht wird das nicht. Wir hatten schon beim ersten Kampf in diesem Let's Play Probleme gehabt. Wir haben schon mal gegen einen River gekämpft, aber ich denke mir so, komm, so als Wiedergutmachung zu bestimmten Dingen, die mir gerade nicht einfallen, schmeißt du noch mal einen Kampf hinterher und diesmal versuchst du das halt zu steigern, dass wir halt nicht gegen einen River kämpfen, weil das wäre ja langweilig, sondern dass wir uns einfach mal, ja, die Zeit nehmen, um gegen zwei zu kämpfen. Wenn das überhaupt klappt. Wie gesagt, ich weiß es nämlich nicht im Blutsauger. Auch so an sich würde ich die Goldäpfel hier noch ganz gerne mitnehmen. Kann ja nicht schaden. Muss ja auch alles festgehalten werden. Also auch die, auch ganz ehrlich, ganz wichtig, auch die Goldäpfel, die müssen jetzt auch gerade in diesem Moment festgehalten werden. Muss ja alles bewiesen werden. Das habe ich jetzt auch hoffentlich gerade alles bewiesen. Wissen Sie Bescheid, ne? Okay, gut. Ansonsten... So ein paar Dreckteilungstränke, warum denn nicht? Stärketränke auch sehr wichtig, klar, ne? Sollte klar sein. Wurftrankteilung, falls wir es mal schnell brauchen. Ein paar Recktränke. Auch wichtig. Noch einen Stärketrank reinhauen. Ein Schwächetrank, ich weiß nicht, ob der trifft. Wenn er trifft, wäre das geil. Trank des Feuerwiderstands, bringt das was? Und wenn, dann würde ich mir gerne Feuerwiderstand Plus oder sowas mitnehmen, also dass ich mir einen Trank mitnehme, der 8 Minuten wirkt. Perfekt. Also an sich, ich würde mir noch mal ganz gerne einen Stärketrank machen wollen. Der 8 Minuten hält. Oder gibt es einen Stärketrank, der 8 Minuten hält? Ich schau mal ganz kurz. Auch da wieder ins Minecraft-Wiki, ist ja wohl ganz klar, ne? Minecraft-Wiki ist mein bester Freund. Kennt man doch. So, also, Stärketrank. Ja, Trank der Stärke. Wie wird der nochmal erschaffen? Lohnstaub haben wir noch easy am Start. Natürlich haben wir das. Natürlich haben wir das! Ah! So, sind die ganzen Hunde wieder hier? Mein Gott, dieser Bug... Der regt mich echt auf, ganz ehrlich, das ist doch nicht normal. Dieser Bug, dass du die Hunde niemals an der Stelle fixiert kriegst. Es ist zum Kotzen. Aber okay. Ansonsten, Trank der Regeneration, war das nicht irgendwie... eine Gästträne. Hab ich Gästtränen noch? Lass mich gleich mal kurz brainstormen, Fräulein. Das wäre nämlich feierbar. Erstmal den... Ich hab das Gefühl, wir werden einen halben Part hier im am Braustand verbringen und dann kann ich den Part wieder beenden. LOL HD, das wird auf jeden Fall locker passieren nun. Vor allem, Trank der Schnelligkeit, habe ich davon nicht noch irgendwas? Ja doch, hier. Warum nehme ich das nicht mit? Bin ich vollkommen dumm? Ich denke mal schon, ne? So, Gästtränen. Ganz wichtig, Gästtränen. Habe ich davon irgendwo hier eine? Könnte die Goldclub nicht weiß sein, dann hätte ich welche. Ne, ich glaube, ich habe keine mehr. Und ich habe oben noch so ein paar Truhen, in denen sich diese Gästtränen aufhalten, weil ich sehe jetzt gerade keine. Im Eifer des Gefechts. Und ich will auch nicht so lange hier ein paar Lava machen. Kommt. Sitz. Dankeschön. Ihr haltet mich hier nur auf. Meine wertvolle Zeit geht hier drauf, ihr Schweine.
So, Trank der Stärke, wie mache ich den nochmal? Lohnstaub, genau. Lohnstaub, Lohnstaub, Lohnstaub. Ist hier nicht. Ich muss runter. Hier ist auch nichts. Hier sind nur leere Flaschen drin. Ah, die Zeit läuft uns davon. Hallo. Nachher wird der Part noch eine halbe Stunde lang. So, wir nehmen das mit. Das. Machen uns dann hier so viel Lohnstoff wie möglich ist und nötig ist. Da mal reingepackt das Ganze, wobei ich. Erst so dumm in dieser Redonskai. Er hätte sich gar keinen Lohnstoff herstellen müssen, weil hier schon extrem viel Lohnstoff drin ist. Ich hasse ihn. Diesen Redonskai. Kann er nur so blöd sein? Kann er nicht einmal nachdenken? Hä? Ist das hier gerade eine Beleidigung? Ist das gerade eine Beamtenbeleidigung? Sie machen sich gerade relativ unbeliebt bei mir. So, was wir jetzt machen? Wir packen uns einmal einen Glowstone auf den Braustand. Was? Lass mich abziehen. War das noch nicht fertig oder bin ich einfach nur dumm oder was? Ich bin anscheinend. Ich bin sehr hektisch heute unterwegs. Ihr merkt das, nicht wahr? Ich bin heute der übertriebenste Hektiker. Ja, los, werd fertig hier, Mann. Hallo. Okay. So, jetzt. Glowstone, damit wir das nochmal ein bisschen verstärken. Also wir haben jetzt gerade mit Redstone, um es nochmal so zu erwähnen, ne, und zu erklären. So zum Ende des Let's Plays hier nochmal. Ja. Wir haben den Trank der Stärke soweit auf die Laufzeit geplust. Verstärkt. Verlängert. Wir haben die Laufzeit des Stärketranks verlängert auf 8 Minuten statt, ich glaube, 1,30 oder 2 oder wie lange das auch immer war. Und hier haben wir quasi einen verstärkten Stärketrank, der uns noch stärker macht als vorher. Der nicht auf Lauflänge geht, sondern auf Stärke, auf pure Stärke. Das packen wir uns alles jetzt mit ein. So. Damit wären wir jetzt soweit. Ich glaube, noch vorher noch ein paar Ofenkartoffeln. Wobei ein Stack eigentlich reichen würde, aber nachher reicht der nicht aus, weil ich mich so oft vollfresse und vollstopfen muss. Jetzt nehme ich doch mal ein bisschen mehr mit. Nein, hör auf. Alter. Pack doch bitte das hier rein, danke. So, okay. Fackeln brauche ich, glaube ich, auch nicht. Wobei der Tag jetzt schon so angebrochen ist, dass ich ihn eigentlich ganz gern beenden würde, indem ich nicht den Part beende, sondern indem ich schlafen gehe, weil wir haben jetzt schon Mittag. Du wisst ja, was wir machen. Ich habe heute schon, ich habe jetzt gerade eben schon angekündigt, dass hier heute der Kampf kommt. Deswegen wäre es kacke, wenn ich den Kampf jetzt nicht mache. Aber wir sind schon bei 13 Minuten. Ihr wisst ja was, wir machen den Kampf heute. Ja. Ihr seht hier noch die Ruinen des ersten Kampfs. Ja, der hat, also der erste Kampf, ihr seht, wozu der Urwa imstande war, was er ausgerichtet hat. Er hat das ganze Dorf platt gemacht, lahmgelegt. Die Ruinen des Dorfes sprechen eine ganz klare Sprache, wie hart es ist, gegen einen Urwa zu kämpfen. Und wenn wir echt gegen zwei kämpfen können, gleichzeitig, dann wird das ein noch viel größerer Krater. Aber jetzt mal so, um mal den theoretischen Fall durchzusprechen, was passiert, wenn wir nicht zwei Urwa gleichzeitig rufen können? Oder ich weiß nicht, ob wir überhaupt noch einen einzigen rufen können, weil wir ja schon mal gegen einen gekämpft haben. Aber warum sollte das nicht klappen? Das sollte eigentlich gehen. Man sollte eigentlich auch die Befugnis haben, gegen weitere Urwa zu kämpfen. Und wenn man nur einen gegen einen gleichzeitig kämpfen kann, machen wir es eben so, dass wir, ich überlege gerade, mir so einen Erdblock oder sowas mit einzupacken, Erdblöcke. Ja, soll ich tun. Vorher platziere ich aber die Seelensende und generell alles. Damit wir schon mal genau wissen, okay, wo geht der Kampf los. Wir brauchen auf jeden Fall eine richtig krasse, weite, breite, grüne Rasenfläche, damit wir nämlich in Ruhe kämpfen können. Wie wäre es denn hier? Ist das hier gönnbar? Ja. Hier könnte man sogar auf Höhe spielen und sowas. Also ich würde sagen, hier machen wir, hier tragen wir den Kampf aus. So.
Nummer 1. Nummer 2, Nummer 3. Nummer 4. Den zweiten Wither werde ich hier platzieren. Einfach damit ich da so ein bisschen Platz habe zwischen den beiden Slots und Spots. So, ich werde jetzt nicht so dumm sein und da den dritten Kopf drauflegen. Ich weiß genau, was dann passiert, aber das Thema, meine Bruts. Ja, was passiert, wenn wir nur einen Wither gleichzeitig legen können und ausspielen können? Wenn der Fall eintritt, was dann? Was machen wir dann? Dann würde ich sagen, machen wir es so, dass wir halt auch nur gegen einen gleichzeitig kämpfen. Ja, logisch, weil wenn man nur gegen einen kämpfen kann, simultan, und nicht gegen zwei, dann müssen wir halt erstmal gegen einen kämpfen, bevor wir dann den zweiten erschaffen und so weiter und so fort. Das sollte klar sein. Ne? Ich hoffe, das geht in ihren Kopf hinein, Fangs. Das heißt, wir machen den ersten Platt. Ist der erste Platt, machen wir einen zweiten Platt. Aber auch, das ist so das Minimum, das wir halt im Kopf haben. Sehe ich, okay, man kann gegen zwei Wither kämpfen, gleichzeitig, simultan, aber es ist viel zu hart, es ist viel zu schwer. Ich sterbe vorher, bevor ich überhaupt da, also, es wird hart werden, ne? Das muss ich Ihnen ja nicht sagen, es wird richtig hart, es wird... Ich meine, wenn ein Wither allein schon schwierig ist, dann sind zwei gleichzeitig der Tod persönlich. Sollte ich merken, okay, so, ich sterbe immer und immer und immer wieder und ich krieg's einfach nicht hin, zwei gleichzeitig zu besiegen, dann lassen wir das. Und ich kämpfe erstmal gegen einen. Jetzt kann ich meine Ofenkartoffel nicht essen. Achso, weil ich schon, okay. Ich habe kurz den Hunden die Schuld gegeben, von wegen so, Hunde, wie könnt ihr es wagen, kleine Schweine? So, was wollte ich jetzt machen? Wollte ich jetzt schlafen gehen? Ja, oder? Das war doch der Plan. Aber vorher will ich erstmal die ganzen Tränke hier platzieren. Ist das ein 8-Minuten-Power-Trank? Ja, es ist ein 8-Minuten-Power-Trank. Dann gibt es noch den Geschwindigkeitstrank. Habe ich denn keinen Regenerationstrank, der auf 8 Minuten hochgeht? Gibt es überhaupt einen 8 Minuten Regenerationstrank? Komischerweise ist das hier schon der verstärkte Regenerationstrank. Wenn der nur auf 2 Minuten geht, dann umbringen. Okay. Na gut, dann ist das halt eben so. So, aber Heilung brauche ich jetzt eigentlich erstmal gar nicht. Ich brauche Regeneration. Das ist das wichtige Ding. Okay, dann gehen wir jetzt schlafen. Rennen zum Spot. Probieren aus. Bevor wir jetzt kämpfen, müssen wir erstmal ausprobieren, ob das überhaupt klappt. Ja, ob man überhaupt gegen zwei gleichzeitig kämpfen kann. Ich lege erstmal den Kopf. Den einen Kopf auf die Wither-Statue, sage ich jetzt mal. Und wenn er erschaffen wird, was der Fall sein sollte, dann denke ich mir so, okay, geil. Sollte ich den zweiten Kopf auch auf den anderen platzieren können und er steht auf und der Wither wird aktiv. Ich kann gegen ihn kämpfen. Ergo, wenn ich beide Köpfe auf die Statuen legen kann und beide erstehen auf und erwecken zum Leben, dann tragen wir den Kampf aus. Und dazu muss ich halt vorher noch speichern und ist halt, dann stellt mich doch wieder als Pussy da, aber ich will erstmal ausprobieren. Ich weiß ja nicht, ob das klappt. So. Ich habe mich damit noch nie befasst, gegen zwei Wither zu kämpfen. Das habe ich noch nie gemacht. Ne, deswegen komme ich auch heute vielleicht ein bisschen überdreht und verwirrt und sowas rüber, aber das ist doch irgendwie immer der Fall. Ah, ja. Lasst mich erstmal gucken, ob das klappen tut. Ich meine, man lernt ja auch nicht, dass Wasser nass ist, ohne es mal anzufassen, oder? Das gleiche Prinzip ist auch hier. Man weiß ja nicht, ob man zwei Wither erschaffen kann. Gleichzeitig, wer aber nicht die Köpfe draufgesetzt hat. Okay.
Wir speichern ab. Bitte was? Bitte was? Jetzt frage ich mich gerade, was ist der Auslöser dafür, dass das jetzt... hallo? Hallo? Habe ich was falsch gemacht? So sollte eigentlich ein River aufgebaut sein. Seelensand? Das ist Seelensand? Warte mal kurz. Kann man nur einen einzigen River erschaffen oder liegt das daran, dass ich hier gerade zwei am Laufen habe? Warte mal kurz. Ich will mal was ausprobieren. Kann man vielleicht auch nur in der Nähe irgendwie einen einzigen bauen oder so? Das verstehe ich gerade nicht. Kann man pro Welt nur einen einzigen River erschaffen? Warte mal kurz. Kann man nur einen River erschaffen? Ihr merkt, ich bin gerade relativ verwirrt, weil ich gerade nicht checke, warum das nicht klappt. Ich drück hier nochmal einen hin. Aber es ist doch so. Es ist doch so, wie ich das gerade baue. So macht man doch eine River, oder nicht? Ich bin gerade echt überfragt. Aha. Warum auch immer das jetzt gerade geklappt hat. Warte mal kurz. Dich brauche ich noch. Ich renne mal ganz kurz weg. Hey, du Schwein. Gut, ich kann noch mehrere River. Also ich kann einen River erschaffen, ja, aber... Ich kann scheinbar nur... Einen, also ich erkläre mir das gerade mal so. Hä? Wieso hat das jetzt geklappt? Ich check's nicht. Jungs, jetzt mal ohne Scheiß. Wieso konnte ich gerade... Was war der Auslöser dafür, dass das jetzt gerade nicht geklappt hat? Das verstehe ich gerade nicht. Das geht gerade nicht in meinen Kopf, weil es tut mir halt echt leid, aber wieso? Wieso, ich habe das Gefühl, dass die Musik ist gerade übertrieben. Oder generell, die Geräusche, die ficken gerade übelst mein Hirn. Also man kann gegen zwei gleichzeitig kämpfen. Okay, ist in Ordnung. Ja, das ist okay, sage ich nichts gegen. Aber wieso zum Teufel habe ich das Spiel gerade nicht gelassen? Ich habe gerade nicht mal einen Stärketrank inne, ne? Das ist... Gönnt euch. Ich habe gerade nicht mal einen Stärketrank inne, oder? Ich habe generell keinen Trank. Oh Gott, Junge, was willst du denn von mir? Hast du irgendwie gerade deine schwangeren Phasen? Ist das fertig, kann das sein? Heilige Scheiße. Ich gebe nochmal kurz einen Goldapfel-Boots. Ohne Witz, es gibt keine Kicks mehr.
Ich habe keinen Powertrank drin. So! So. Nummer 1. Weg mit dir, du Schwein. Und jetzt? Geht's im zweiten an den Kragen. Lol, HD. Na, siehst du mich hier? Los! Du Sau! Notice mich! So, ich hau jetzt mal richtig auf die Kacke. Aua! Also, wie gesagt, wenn ihr wisst, warum ich gerade nicht den Kampf erzeugen konnte, dann schreibt es in die Kommentare. Ich habe das Gefühl, man kann nur einen gleichzeitig legen. Wenn der eine gelegt ist, kann man auch einen anderen nachlegen. Das ist gerade so meine Erklärung dafür. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was der ausschlaggebende Punkt dafür war. Keine Ahnung. So, jetzt noch den Speedboost reinhämmern. Weil er sich jetzt gleich da wieder aufheilt. Hält er sich auf? Ja, der heilt sich auf, die Sau. Du kleines Schwein. Komm mal ran jetzt hier, du miese Sau! Hier im Wasser kannst du mir sowieso nichts. Ich glaube, im Wasser hat man sowieso bessere Chancen zu überleben, weil er einen hier nicht irgendwie runterdrücken kann. Zum Ersaufen kriegst du mich hier nicht, du Schwein. Sollte es hart auf hart kommen, habe ich jetzt gleich noch einen Goldapfel dabei. Boah, das ist ja mega easy, Alter. Wieso habe ich so eine Angst vor dem gehabt? Ich habe vor zweien gehabt. Ich kann mir sogar drei hier hinstellen. Das ist halt echt interessant wissenswert. Man kann halt echt gegen zwei gleichzeitig theoretisch kämpfen. Der andere hat sich nur auf die andere Seite begeben, aber hier, jetzt gerade wie ihr sehen könnt. Stirb, du Sau! Wie ihr sehen könnt, das war eine Sache von 5 Minuten. Ich habe mich zwar extrem geboostet mit Tränken und so weiter, aber. Ey, Jungs. Das ist Gönnung. Ja? Das ist purste Gönnung. Und ich darf mir das ja wohl gönnen. Also! Wir haben gelernt, man kann gegen zwei Wolver gleichzeitig kämpfen. Wissenswert, Tendo ist mal wieder auf Trocken am Start. Und ich würde sagen, damit wäre es auch für diesen Part. Wir haben irgendwie 20 Minuten lang vorbereitet, uns 5 Minuten gekämpft, Alter, höchstens. Tut mir leid dafür. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Beim nächsten Mal geht es dann endlich zurück in die Endsiedlung oder in die Enderfestung. Ich brauche aber noch eine Enderperle, hups. Die werden wir uns aber auch im nächsten Part, oder brauche ich ein Ender-Auge? Das werden wir rausfinden. Ich nehme mal ein Ender-Perle und ein Ender-Auge mit und dann gucken wir mal, was so los ist. Ja? Also, da ich in solchen Sachen, auch gerade in Sachen Ulver noch ein sehr, sehr junger Laie bin, ein sehr dummer Laie bin, würde es mich sehr freuen, wenn ihr in die Kommentare schreiben könntet, warum das gerade eben der Fall gewesen ist, dass man... dass gerade eben keiner der beiden Ulver auch nur im Ansatz Bock hat, sich zu erschaffen. Lag es irgendwie an den Köpfen, weil die Köpfe irgendwie anders gesetzt waren? Muss man die Köpfe immer gleich legen? Oder war es halt echt so der Punkt, dass man keine zwei Wolver gleichzeitig auf dem Feld legen kann? Dass man sich das nicht vorbereiten kann? Schreib es in die Kommentare, aber ich muss sagen, ich bin schon stolz auf mich, dass wir das Ganze geschafft haben, ohne dass wir aus dem Spiel rausgegangen sind. Klar, ich habe gespeichert und so, aber ich bin jetzt nicht aus dem Spiel rausgegangen. Also dahingehend, ne, muss ich mir mal kurz selber auf die Schulter klopfen, meine Fräuleins. Ja. Aber gut. Das wär's. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Und bye.